So, hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Sendung in 2021. Naja, nicht ganz, wir hatten ja heute Nacht noch eine Sendung, aber jetzt geht's weiter im ETS2. Und zwar muss ich jetzt Tomaten abholen. Ich stehe immer noch in Amsterdam, in den Niederlanden. Und jetzt holen wir uns mal Tomätchen. Und dann bringen wir die nach Toulouse in La France. Verstehst du das? Die Zielführung wurde gestartet. Nach La France. Jetzt links abbiegen. Ja, ganz ruhig. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So. Na gut, dass hier so viel Platz ist, wa? Das lernen wir aber noch. Da muss es da Online-Kurse für geben oder sowas. Guck mal, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Jo. Dann mach mal beladen hier, wa? Dann geht's nach Toulouse in France. So. Guck mal, ob wir hier irgendwelche lohnenswerten Umwege fahren können. Das ist ja. Nee. Das ist ja immer dasselbe, ne? Die Straßen, die du hier nicht hast, die brauchst du normalerweise auch nicht. Egal. Die Zielführung wurde gestartet. Dann fahren wir mal los, wa? Amsterdam-Toulouse, die erste Strecke des neuen Jahres. Jetzt rechts abbiegen. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ah, ja.
nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Renault International. So. Oh. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Rechts abfahren und dem Straßenverlauf folgen. Da sind wir also wieder auf der Straße jetzt. In den Süden. Mein Gott, was ist das denn hier für eine Straße, Junge? Links fahren, dann links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ein Funky. Sei gegrüßt. Furzendes Fampi. 3 Kilo Zwiebeln gegessen und jetzt machst du deinen Silvesterböllern selbst, was? Veganes Böllern? Veganes Böllern, dir.
Von Knofi muss ich gar nicht so furzen, aber Knofi ist bei uns ja auch schon Grundnahrungsmittel quasi. Wir haben heute Tortellini selber gemacht, so schön gefüllte. Mit Mett haben wir die gefüllt, mit Käse und Pizzagewürz bereits an den Nudelteig. Es war sehr lecker. Dazu schöne Sahnesoße. Problem, Junge. Ja, ne? Geschmackssinn ist wieder da, Digga. Geil. Party. Ich kann es mir so richtig vorstellen. Ja, ich kann es mir sogar vorstellen. Ich hatte ja selber mal für anderthalb, zwei Wochen so den Geschmackssinn weg. Ja, ja, ja. Als Genussmensch hat man da auf jeden Fall sofort ein Problem dann. That's for sure. Weil Essen ist für mich jetzt, für mich persönlich, mehr als nur Nahrungsaufnahme. Koop, dass es die immer noch gibt. Litit. Mhm. Okay. Litit. Litidi, litidi, litidi. Ich hier wusste, dass da schon die Tanke ist. Hätte ich den erst gar nicht mehr überholt hier. Aber tanken muss ich. Guck mal, jetzt muss ich wieder links rüber. Ich fühle mich ja wie verarscht gerade. Hollandsestraße. So, dann holen wir uns mal die Druckbetankung hier. 1,40, oh lala. Aber ist mir egal. Ich gebe schließlich mehr für Strafzettel aus. So, Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Ich hoffe, der Panda fährt nicht los. Der Panda fährt los. Am Farmer.
kleiner Panda. Fahr nur, kleiner Panda. Ah, er bremst ab. Sehr geil. Sehr geil, Kollege. So, jetzt sind wir in Belgien. Ab hier kann 90 gefahren werden. Dann stellen wir die auch mal ein, ne? Hat dir die Sendung gestern denn gefallen, von gestern auf heute? Haben wir dich gut unterhalten? Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du die ganze Zeit mit dabei warst. Jay-Z war doch wohl mal echt lieb, oder? Soweit schon, was soll das denn heißen? Auf dem Stream und an Silvester und alles zusammen machen und so, der war natürlich mega aufgeregt und überdreht, das ist klar, aber solange ich nicht auch noch laut werden muss, ist eigentlich alles in Ordnung für mich. Gerade schöne Hollandse Tomatjes aufgeladen. Das geht jetzt zu den französischen Feinschmecker-Gaumen. Sind noch ein paar Kilometer mehr wie sonst, 1400 glaube ich. Aber da wir hier überall 90 fahren können, sollte das schon passen. Hier gleich 80, muss mal aufpassen. Nö. Alles auf entspannt hier.
Schön, schön, schön. Schön, 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 ja. Lauf erstmal ein Stückchen Cola hier, wa? Für heute Abend habe ich mir auch schon ein mega hartes Getränk besorgt. Was ich mir da gleich gönnen werde. Und zwar habe ich da so ein Literchen Heidelbeersaft. Das ist lecker, du. Das ist lecker. Cola-Sirup. Ja, ist Sirup. Ist ja weithin bekannt, ne? Oder hast du Cola Sirup hier? Hast du hier so ein Soda Stream oder was? Das gerade pur trinken. Ja, lecker ist das schon. Ja, jetzt hast du ja eine Ausrede davon, das Zeug, dafür das Zeug pur zu gobbeln. Komm, machen wir heute auch noch schön spazieren. Bei der 6000 Schritte den Tag habe ich auch schon. Ja. Noch so ein Drittel Marzipanbrot gefuttert. Das war auch geil. Dann haben wir heute Morgen Baguette gemacht, französisches. Er hat gesagt, nochmal warm gemacht, das ist von gestern übergeblieben. Da haben wir das dann aufgeschnitten, dann da Schinken und Käse reingestopft und dann nochmal neu gebacken. Das war auch geil. Auch wenn ich mir tierisch die Fresse an dem Käse verbrannt habe. Mit so Chester-Käse, weißt du? Schmelzkäse hier aus diese Scheibchen. Aber ich sollte aufhören von Essen zu reden, hast du gesagt, ne? Okay, Entschuldigung. Aber das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich weiß, so sehe ich auch aus. Wobei, das kommt ja alles nur von den vielen Bierchen bei mir eigentlich.
Sobald ich aufhöre zu saufen, werde ich wahrscheinlich kiloweise abnehmen. Und ja, das Fett muss weg. Dafür fahren wir morgen in den Gruger Park. Da ist Eintritt frei aktuell. Es war immer nur bis 16 Uhr geöffnet, aber schön da. Da fahren wir morgen hin. Boah, ich würde auch gern 5 Kilo abnehmen, so ist das nicht, du. Wenn man so fett ist und dann sitzt, ne, im Sitzen, dann alles so drückt so ein bisschen. Ach, das ist alles nicht so schön. Das muss weg. Nee, Ronny lege ich mir dafür nicht zu, danke. Nee, danke. Ich verzichte. Das brauche ich schon wirklich nicht. Das brauche ich nur echt nicht. Nee. Nee. Nein, danke. Ich möchte, dass es hier ein virenfreier Haushalt bleibt. Oh, 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 der zieht rein, der zieht rein. Knallhart, Digga. Knallhart, ey. Das habe ich kommen sehen. Deswegen habe ich ja nochmal gebremst. Das hätte hier Shepard. Das hätte gescheppert, du. Aber das leidige Thema Mautstation ist mir ja schon bekannt. Da machen die ja alle solche waghalsigen Manöver. Nicht nur in Frankreich. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Nicht nur in Frankreich. Da sind sie auf der ganzen Welt gleich. Jetzt habe ich die Autobahn gewechselt. Da kommt schon die nächste Mautstation. Ich sag dir, die machen einen Reibach damit. Die machen hier einen Reibach. Auch wieder aufpassen, da kommen gleich wieder zwei. Hinter dem LKW kommt jetzt ja noch einer. Wo ist er denn? Und da kommt er schon. Da kommt er schon. Ach, guck mal, der Junge bremst. Der bremst. Sehr gut. Mal bedanken, dass er so geistesgegenwärtig war. So. So mit O.
Mitte. Da kommt nämlich schon wieder eine Maut. Da kommt schon wieder eine Maut. Das ist wirklich faszinierend, das ist wirklich verblüffend. Guck mal, da links ist frei. Ich fahr mal links rüber. Kann ich nämlich direkt Gas geben. Links bleiben, guck mal. Ich muss ja links weiter. Links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Geradeaus und dann muss ich nach links hier, guck mal. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Oh, 50. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Schön böse Kurve war das. Boah. Rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Wir geben auch gleich mal Gas da vorne, ha?
ist irgendwie eine doofe Strecke gerade. Kannst du hier einfach Kilometer machen, du musst hier ständig irgendwie die Autobahn wechseln. Und dem Straßenverlauf weiter folgen. Komm schon, dann fahr doch auch. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Sonntag soll es bei uns Schnee geben. Bin ich ja mal gespannt. Nicht viel liegen bleiben. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren.
Switch ist weg. Bei mir geht's. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Also auch auf dem Notebook war nichts weg. Framebobs habe ich auch keine. Alles ganz flauschig hier eigentlich. Nächste Woche gibt es dann übrigens auch wieder Starlink abends. Sagen wir mal Starlink weiter. Ja.
glaube, so eine scheiß Mücke hat mich gestochen, Digga. Wie geht das um die Jahreszeit? Oh. Nervige, garstige, kleine Viecher, echt. War die ganze Zeit alles da, also auch auf dem Notebook. Das war die Tage schon mal. Aber ich habe auch keine Frame Drops oder sowas. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht nur ich. Also ich gönne den anderen natürlich auch eine störungsfreie Übertragung, so ist das nicht, aber wenn alle die Probleme haben, muss ich den Fehler nicht bei mir suchen. Das ist das, was mich beruhigt. Toulouse. Jetzt habe ich das mit dem Notebook auch, jetzt bin ich da rausgeflogen.
Ja. Dieser Inhalt ist nur verfügbar, wenn du eine Zeitmaschine hast. Ja. Links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Okay. Vorne ist es schon. Hundertprozentig da ist das noch nicht wieder alles, ne?
Jetzt rechts abfahren. Toulouse. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Links fahren, dann links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich wechsle jetzt gleich mal eben den Server. Ich hing letztes Mal auch mit dem Server zusammen. Jo, abladen! Jo, guck mal. Rekordverdächtig hier. Schön, 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 schön. Dann kurzes Päuschen. Nicht vergessen, ich wechsle eben den Server. Heißt für Twitch kurzen Disconnect. Ich bin dann jetzt gleich mit der Cassie zusammen wieder da. Bis gleich.